Speichervorgang läuft. Bitte nicht ausschalten, würde ich mir niemals erlauben, denn ich will Bloodstained Ritual auf, jetzt habe ich es nicht richtig gelesen, wie der Titel komplett heißt, spielen, habe ich mir runtergeladen auf Empfehlung von der Frazily. Kennt ihr vielleicht aus diversen Formaten bei mir, zum Beispiel aus dem Zelda-Comic. Da spricht sie mit und macht eine fantastische Arbeit und die hat gesagt, hol's dir, geiles Spiel. Genauso wie es der Napalus gesagt hat. Auch ein ehemaliger YouTuber, wo ich immer mir wünschte, dass man was machen würde, der hat auch gesagt, hol dieses Spiel. Ich habe es mir geholt, ich bin gespannt, was mir erwartet. Ich weiß, es ist ein Metroidvania und ich liebe Metroidvania. Also ich musste erst ein bisschen hageln, ob ich mir das Spiel wirklich hole, aber nach so vielen Empfehlungen habe ich gedacht, machst du es trotzdem mal. Miriam, kann ich hier noch jemand anders auswählen? Ach, ich kann mich selber benennen. Nee, lass mal die... Wohl. Was ist ein... Ach, komm. Ja, wir binden das mal um. Das ist halt, ich mache den klassischen Namen, den ich immer bei Damen in Mittelalter Action-Adventures nehme, ohne speziellen Grund. Hilda! Ja, ich habe beide gesagt, ich soll es mir holen, habe aber leider nachgelesen, dass die Switch-Version, diesen Namen verwenden, ja, mit Abstand die schlechteste Version ist. Und zwar, normalerweise kennt man, Switch-Versionen sind immer ein bisschen schlechter als die von der Grafik her, ne? Weil die Switch hat nicht so viel Power wie die anderen Versionen. Problem ist einfach nur, hier soll es maßgeblich auffallen. Und es wird noch nachgepatcht, also wundert euch nicht, wenn das Spiel nicht ganz so hübsch ist. Und es enttäuscht mich auch ein bisschen, dass ich eine Version gekauft habe, die doch maßgeblich schlechter sein soll als die anderen, so wie ich es gelesen habe. Musste aber noch ein bisschen hinterfragen, ob das nur eine Meinung ist, ob das die generelle Meinung des Marktes ist. Freue mich aber trotzdem über das Spiel, weil das Gameplay scheint darunter nicht gelitten zu haben. Und ich spiele aufgrund des Gameplays, nicht nur aufgrund der Grafik. Ui, Story ist sehr gut. Auf jeden Fall wissen wir, wo es ungefähr angesiedelt ist, in der Revolution der Maschinen sogar, in der industriellen Revolution, also doch schon, das hier doch, 1783. Als das Feuerausbruch des Lucky ganz Europa in eine dunkle Aschenwolke gehüllt hatte, wusste gar nicht, ist das wirklich passiert? Basiert das auf wahren Begebenheiten? Da könnte das jetzt eine Horde von Dämonenkoppel basiert natürlich nicht auf wahren Begebenheiten. Vielleicht gab es ja wirklich einen einen Vulkanausbruch, der eine Zeit lang Europa dunkel gemacht hat. Das kommt durchaus vor in der Weltgeschichte. Und die Alchemisten gerade hat Angst vor dem Industrialismus. Oh Gott, das konnte ich kaum auslesen. Was ist denn jetzt los? Habe ich jetzt wirklich hier Lesetourette? Auf jeden Fall, das wird schwarze Magie, Scherben, bla bla bla. Ich bin ja nicht so der Story-Steve. Ich will anfangen, deswegen drücke ich es einfach mal weiter. Die Story könnt ihr euch ja auch, wenn ihr euch das Spiel in aller Ruhe holt, nochmal geben. Aber es ist ein typisches Castlevania. Also es wurde, glaube ich, vom Castlevania-Macher erschaffen, das Spiel. Und es geht halt darum, dass wir Dämonen und bösen Leuten in den Arsch treten und meine Fresse hat die Tattoos. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, Hipster-Mädel, bist du sicher, dass... Die heißt ja trotzdem Miriam. Ich habe die doch gerade umbenannt. Bist du sicher, dass... Das war ein Gebell, Miriam, keine Frage. Ich will das einfach nicht glauben. Wäre er nicht gewesen, wäre er nicht mehr am Leben. Er ist ein guter Mensch. Wäre sie nicht mehr gewesen. Am Leben. Was lese ich denn heute? Ich weiß... wie es für dich sein muss. Aber die Tatsachen sprechen gegen ihn. Und an Hölle, die vor 10 Jahren, an die Hölle, die er vor 10 Jahren durchgemacht hat, wurden die besten Leute kaputt gehen. Miriam, ich hoffe, du weißt, wie es ist, wie leid mir das alles tut, was meine Brüder dir angetan haben. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Was denn angetan? Es war ihre Sünde, nicht deine. Du hast dich immer um uns gekümmert. Warum spreche ich dir echt so männlich, die Miriam, die eigentlich Hilda heißen sollte? Ja, bla 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 bla. Story ist bestimmt super interessant. Ich will kämpfen. Ich will hier durchzocken. Hui, schöner Kick. Bam. Okay, sie kann sehr hoch springen, sie kann sehr gut treten, kann sie Lampen kaputt machen nach Castlevania-Tradition. Eine Truhe, ich erwarte nichts besser als ein Messer. Drücke, um das Hauptmenü aufzurufen. Plus, machen wir Ausrüstung. Ich würde gerne als Waffe Kung-Fu-Schuh. Ist das geil. Messer. Ja, es soll sehr charmant sein. Warte mal. Hörner gehören zur Ausrüstung dazu? Ein Haarschmuck. Ach, sie hat selber keine Hörner und einen Schal. Ach süß, können wir noch was anderes machen? Körper, nee, sie hat natürlich keine Klamotten an. Gut, dass du bereit bist. Als nächstes. Der hat das Schiff kaputt gemacht, die olle Krake. Ich kümmere mich darum. Drücke Y zum Angreifen, mach ich. Mit L kannst du einen Sprung zurück machen. Alter, warum? Scherbe, eine kristallisierte Art Dämonenmacht. Normale Menschen können damit nicht umgehen, aber wir schon, weil wir krass sind. Beschwörungsscherbe, drücke X, um Magie zu zielgerichtet auslösen, verbraucht MP. Okay. Was für eine Scherbe. Ich hatte vergessen, wie sich das anfühlt. Wie Klauen, die über meine Knochen kratzen. Die Macht des Dämonen wurde in die Scherbe geleitet. Ja, jetzt können wir das nutzen. Oh, warte mal. Es ist eine Art Tutorial. Man merkt es, das gute alte Tutorial.
Ja. Was zur... Wie sind die hier reingekommen? Die Dämonen der Burg müssen ins Schiff eingefallen sein. Welche Burg? Um was geht's? Hat die Story aufgepasst? Ach süß, wir können einen kleinen Platscher machen. Platscher! Nee, das wäre ja Aquaknarre. Egal. Die Galeone Mineriva. Mineriva ist ein großes, schönes Schiff gewesen. Es wurde im Spanischen angesiedelt und wir haben manchmal, wenn du Kerzen zerstörst, heißt du Mann Rose. Dies ist eine magische Rose, die etwas MP zurückgibt. Wir haben noch keinen Doppelsprung, ansonsten könnte man da hochkommen. Ich bin sicher, das Spiel bietet über einen Doppelsprung. Ein Zombie-Ghoul. Archiv Dämonen. Wir sind Dämonenjäger Miriam. Wir sind Dämonenjäger Miriam. Ich kann einfach keine Frauen weiblich sprechen, das ist Quatsch. Ist euch mal aufgefallen, damit habe ich mich auch letztens mit der Frazy unterhalten gehabt, weil wir ein neues Projekt einsprechen und wir uns da die Stimmen einteilen, wir beide. Dass es durchaus legitim ist, wenn eine Frau einem Mann spricht, aber umgekehrt wirkt es extrem seltsam. Du kannst Verbrauchsgegenstände einsetzen, indem du Plus drückst. Ausrüstung, würde ich gerne mal machen. Ne, Scherme und Haar. Ja nun... Ach, hier wahrscheinlich ein Messer, Kung-Fu-Schuhe, hä? Hörner? Aber da war ja noch mehr zur Auswahl. Wir hatten hier noch... Nö. Okay, keine Ahnung, wie es geht. Das werden wir später rausfinden. Ach, die Lampen müssen noch zerstören, ne? Es ist ein übelst riesiges Schiff. Es ist jetzt schon unrealistisch riesig, dieses Schiff. Aber es gefällt mir. Das Gerät reagiert auf Magie. Vielleicht muss ich einfach nur meine Hand davor halten. Ja, halten wir deine Hand davor. Arm davor halten mit... Ach Gott, so muss ich das machen? Okay, krass. Der rechte Analogstick ist für was gut. Ungewöhnlich in solchen Art Spielen. Komm schon, Krake. Ich muss sagen, ich mag den Stil dahinter. Und wenn es ein Metroidvania ist, wo man stärker werden kann, also mit RPG-Elementen. Alter, ist das eine dumme Harpie. Reiß dich mal zusammen, Vieh. Neue Archiv, Dämon. Kriegen wir da Erfahrungspunkte? Ich bin echt nicht so sicher, ne? Ich schnetze mal lieber alles weg. Wir kriegen auf jeden Fall Geld. Und das reagiert ja, ja quasi die Welt, ne? Okay, gleich schlecht. Oh, schon bin ich überfragt. Ich gehe erstmal in die hohen Lüfte. Also, wo ich hin muss. Naja, schlappe Krake, kann ich mal. Zack, 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 Messer. Und natürlich nicht vergessen den Schritt nach hinten. Ich glaube, der ist ein bisschen praktisch, wenn man so einen Ansturm macht. Ruhe. Und wir haben irgendwas bekommen. Würdest du bitte mal... Alter. Nochmal. Wir holen sehr langsam runter. Und wir kriegen Levelaufstieg. Wir werden stärker. Ist das geil. Okay, jetzt hat's. Und ich habe was kaputt gemacht. Und man kann hier durch. Nö, da ist das nur... Man kann nicht durch. Irgendwas habe ich aufgesammelt. Ich will gucken, was. Ausrüstung. Körper. Bauernkleid. Man sieht äußerlich leider nicht die Klamotten. Das ist wirklich schade. Ich hätte gern gehabt, dass die wirklich die Klamotten sich ändern bei ihr. Müsste man zwar immer wieder neue Zeichnungen in den Zwischensequenzen anfertigen oder neue Sprites, je nachdem. Aber ich würde es mega feiern. Aber gut, jetzt haben wir jetzt erstmal das Bauernkleid an. Ist auch okay. Schnitzel. Komm her. Jetzt, wo ich weiß, dass ich hier stärker durch aufleveln werden kann, muss ich einfach alles umbringen. Das ist quasi so eine innere Pflicht. Hui. Hier sind wir nicht hochgekommen. Ne, sind wir nicht. Okay. Handhebeln. Heilen durch Hand auflegen. Okay. Ich muss sagen, es bockt schon das Spiel. Sieht ein bisschen... sieht eigentlich okay aus. Aber ich kenne die anderen Versionen halt nicht. Wir haben noch einen Trank mitgenommen. Das ist wahrscheinlich einer dieser Verbrauchsgegenstände, die ich nicht weiß, wie ich mir die aktiviert. Hier ist die Mine. Gott, die Mine wollte ich gerade sagen. Die Karte. Hat mich gerade so eine Mine erinnert, ich weiß auch nicht so richtig. Also vom Aufbau her des Schiffes. Und dann B zum Rutschen. Geil. Und wir kriegen... Das ist doch schon wieder Klamotten, oder? Wir werden jetzt voll eingekleidet. Das ist bestimmt die Bauernunterrüstung, oder? Tunika. Aber ein einfaches Hemd aus einem Stoff. Ist das Bauernkleid echt besser? Das Bauernkleid ist besser gearbeitet. Würdest du bitte mal? Danke. Hier geht's auch nochmal runter. Oh, es ist wirklich Metroidvania. Ich liebe Metroidvania. Also so ein bisschen erforschen, stärker werden, nicht an jeder Stelle weiterkommen, dann wieder später hinkommen und so. Ach, ist das klasse. Okay, ich bereue es jetzt schon nicht, dass ich mir das Spiel gekauft habe. Den Titel geholt habe. So rum. Bist denn du? Schritt zurück, mal lieber mal. Hui! Hast du gedacht? Oh, oh, oh.
Ja, wir haben wieder eine Dämonensterbe gekriegt. Haben wir jetzt eine neue Magie. Richtung, Richtungsterbe. Steht wirklich Richtungsterbe. Ziele mit L und W dann zum Aktivieren. Wirke dann die Magie, die du drückst. Ach, tatsächlich. Wir haben so einen kleinen Flammenstrahl. Flammenkanone. Bang. Ach, das ist faszinierend. Ich mag das Spiel, muss ich sagen. Wir haben Wasser- und Feuermagie jetzt schon. Wir können also erst was anzünden und dann können wir wieder ausmachen. Ist das super, oder? Eine Truhe und die hole ich mir instant. Und es gibt eine CD. Ne, 10 Gold. Sah kurz aus wie so eine DVD zum Einlegen. Für die magischen DVD-Spieler. Okay, der hat keinen Bock mehr mit uns zu kämpfen. Ich verstehe, die sind ja auch übel mächtig. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir massiv was übersehen haben und ich hier wahrscheinlich doch Richtung Endboss gehe. Aber ich will hier mehr erkunden. Obwohl, wenn es ein Level ist, wo man sowieso nicht mehr zurückgehen kann, ne? Dann glaube ich, gehe erstmal oben lang. Jetzt mache ich mir doch Sorgen. Aber ich glaube nicht, dass man hier groß was verpassen kann. Und das Schiff ist riesig. Verarscht mich doch nicht. Wie groß ist dieses Schiff, bitteschön? Das ist ja mindestens die Arche, ey. Okay, Lampen kommen auch wieder. Genau wie Gegner wiederkommen. Na, das ist typisch Metroidvania, ne? Also wiederkommende Gegner und wiederkommende Items, die nicht eine Verbesserung darstellen des eigenen Charakters, sind typisch. Ach Gott, ist das Spiel geil. Aber ich bin jetzt schon begeistert. Spring halt, L wollte ich drücken. Hat mich tatsächlich erwischt. Diesmal nicht. Ich frage mich nur, ob wir nur beim ersten Mal Erfahrungspunkte mehr kriegen, wenn wir die Gegner besiegen. Oder ob wir jedes Mal welche mehr kriegen. Also wirklich, dass man sich hart leveln kann. Es gibt ja auch gewisse Level-Caps, ne, in manchen Spielen. Also Elemente, die eingesetzt werden, damit der Spieler nicht übertrieben levelt. Ich gucke mir jetzt trotzdem erstmal oben um. Ich habe das Gefühl, ich verpasse gerade irgendwas. Oh, erstmal ganz oben. Wir arbeiten jetzt von oben nach unten durch. Das machen wir einfach mal. Ich finde die Steuerung sehr gelungen, muss ich sagen. Also man kommt sehr gut in die Steuerung rein, ohne dass man irgendwie sagen muss, man stellt sich dabei zu blöd. Okay. Verziel. Okay, das geht nicht so weit. Haha. Okay, wir haben keine Magie mehr. Okay, ich bin einfach gegengelaufen. War jetzt nicht das Klügste, was man machen kann? Levelaufstieg. Wir haben ihn so einfach besiegt? Wahrscheinlich die erste Flammengranate in sein Gesicht war wahrscheinlich entscheidend. Rostiger Ring! Nehme ich gerne. Auch wenn er rostig ist, ich denke, das verbessert was bei Accessoires. Rostiger Ring, Verteidigung 1 und was immer das auch sagt. Auf jeden Fall eins mehr von allen. Eins mehr, als ich vorher hatte. Und guck doch, unsere Magieanzeige wächst langsam wieder. Also das ist ja awesome. Dafür einen kleinen Gegner geplättet. Kann man mal machen. Vor allem, wenn man jetzt gleich wieder sogar ein bisschen was zurück... Oh, Bücher, kann man da was lesen? Tatsächlich! Durch mein Studium habe ich vor der Existenz folgende Attribute erfahren. Schnittattribut, Stoßattribut, Schlagattribut, Feuerattribut, Eisattribut, Donnerattribut, Lichtattribut, Dunkelheitsattribut, Gift, Fluchstein. Interessant. So ein bisschen. Hier kannst du deinen Fortschritt speichern. Ich lege mich mal einfach hier krass hin. Ja, ich möchte den Fortschritt gerne speichern. Okay, ich kann den Namen nicht ändern. Ich heiße einfach Brunhilda, Mirinda, Miranda. Lass Miranda, denn sie will ja, obwohl ich den Namen geändert habe und mein Speicherstand Hilda heißt. Muss man jetzt nicht verstehen. Ist einfach so. Was ist denn du für ein Tentakelvieh? Okay, ich bin sehr, sehr tief gefallen und kriege dafür ein Haarband. Yay, noch ein Accessoire. Sieht aus wie so billige kleine Aliens, die die Weltherrschaft in sich reißen wollen. Nee, ist das einfach Arias Hörner? Kann ich jetzt durchs Haarband? Ja, macht sogar besser. Ja, da wird die Kleidung angepasst. Ach, das ist ja schick. Ärgert mich ein bisschen, dass es bei den Allgemeinklamotten, da wo man es am meisten sehen würde, nicht passiert. Okay, wie komme ich denn da wieder hoch? Okay, TM-Kugeln und Musketun, eine kleine Knarre. Heißt das, wir können hier als... Oh, wir können eine Knarre wählen. Unendlich Kugeln. Geil. Ja, ich baller erstmal eine Weile, ne? Wenn man kann man die schönen Gegner schön auf Distanz halten. Ach, hier ist eine Plattform. Die habe ich erst gar nicht gesehen. Ich habe mich schon gefragt, wie ich wieder hochkomme. Ach, das ist fantastisch.
ich muss sagen, ich bin angetan. Das ist so ein Spiel, was ich jetzt stundenlang, tagelang quasi suchten werde hintereinander, um weiterzukommen, um mich gut dabei zu fühlen. Also ich kann nur Empfehlungen aussprechen, obwohl das ja wirklich nur das Anfangs-Tutorial-Level ist, ne? Oh, geht die Kugel weit. Zombie-Schwein! Geht drauf! Ich fühle mich jetzt schon wie so ein geiler Zombie-Jäger. Also weiß ich auch nicht. Also wenn jemand mal sich im Warhammer-Universum ein bisschen umgeguckt hat, ne? Da gibt es ja auch hier Inquisitoren, die jagen ja auch ganze Zeit Monster und so weiter. Sind vielleicht manchmal ein bisschen korrupt, muss man sagen. Und nutzen ihre Macht aus und zerstören ganz Planeten, aber die sind halt krasse Dudes. Und die kämpfen gegen das Böse und Dunkel und so weiter. Warhammer ist schon geil. Die Einstiegshürde ist nur unglaublich groß bei Warhammer, finde ich. Wenn man da einmal drin ist, ist es einer der geilsten Universen, Fantasy-Universum, die es gibt. Allerdings Einstiegshürde 1 plus, ne? Das ist gut, es gibt bestimmt noch kompliziertere, aber Warhammer, das ist halt, weil es so vielschichtig ist, weil es unglaublich viel da drin hat. Es hat Mittelalter genauso wie Fantasy, wie Science Fiction, wie Drama, wie Comedy, Comedy vielleicht weniger. Aber es hat halt jedes Genre ist da irgendwie verwurstet, alles hat da Anleihen. Selbst Terminator hat es da mit drin und Rambo und ja, es klingt vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber es ist einfach alles mit drin. Die haben sich so dermaßen inspirieren lassen von allen möglichen Dingen und haben andere Dinge inspiriert. Aber jetzt muss ich mal ein bisschen konzentrieren. Gut, im Nahkampf ist. Okay, ich bin hier getrappt. Friss meine Knarre! Hab ein bisschen Energie verloren, jetzt nicht weiter trage. Kiascha ist online, sehr schick. Oh, das im Koop wäre aber irgendwie geil. So gemeinsam durch die Level ballern. Okay, die Truhe, die geht nicht kaputt. Sie hat aber trotzdem die Truhe angeschrien. Texas! Get over here! Okay, erstmal die Truhe. Wusste nichts von der, fand ich ganz gut. Galleonskarte. Gucke auf Minus, um die ganze Karte zu sehen. Wir wissen, welche Bereiche. Wir haben schon Bereich verpasst. Guckt euch das mal an. Wie kann ich hier zoomen? Ärgerlich. Wir haben einen Bereich verpasst. Seht ihr das? Oh, wie komme ich denn da zurück? Die haben zwei Bereiche verpasst. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Ich muss nochmal zurück. Scheiß drauf. Ich will dieses Item haben. Oder was immer sich da auch versteckt. Wir haben ja Zeit. Vielleicht mache ich nur den Dungeon heute. Oder so generell im Video. Ihr wisst ja nun, was euch erwartet. Ungefähr vom Spiel. Aber ich will es wenigstens ein bisschen komplett haben. Das geht mir ganz gewaltig auf die Nerven, das Vieh. Das kann sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr weit springen. What? Aber im Endeffekt müssen wir uns ja mit den Viechern nicht anlegen, großartig. Ich bin mal gespannt, was wir mit dem Geld machen können. Sicherlich was kaufen, hahaha. Habe ich auch festgestellt. Ich meine jetzt aber was. So, das ist, okay, momentan versage ich beim Springen. Muss doch ein bisschen Schwung holen. So, wo muss ich da hin? Oh, erstmal Zombie wieder niederballern. Da! Ja, man merkt, dass der Dolch stärker ist. Aber trotzdem, die Pistole macht einfach sehr viel Fun. Und drei Schüsse sind ja auch nicht so viel, ne? Okay. Oh! Junge! Schieß doch mal richtig! Mädel. Von mir aus auch das. Okay. Wir haben auf jeden Fall noch eine Truhe übersehen, da unten. Aber sehr interessant, dass die Kartenfunktion hier so stark genutzt wird. Das umgehen wir jetzt einfach mal. Ich will. Hör auf, mich zu beleidigen mit deinen Kurzgespucke. I have a gun. Wir sind jetzt lange nicht mehr aufgestiegen. Also vermute ich jetzt einfach mal, dass die Levelaufstiegsgelegenheiten weniger werden im Laufe des Spiels, logischerweise. Oder dass die Gegner nicht mehr so viel XP geben. Aber es gibt ja Spiele, da steigt man sehr, sehr langsam mit Leveln auf, ne? Und es gibt Spiele, da kriegt man hintereinander Level geschissen, hatte man nicht wirklich Verbesserung. Also merkt, was von der Entwicklung merkt man kaum was. So, sind wir wieder hier. Tut mir leid, dass wir die Route jetzt normal gehen. Aber es gehört, Backtracking gehört zu einem Metroidvania einfach dazu. Das kann ich euch gleich sagen. Das ist einer. Oder warte mal, war das da, wo ich den Doppelsprung brauchte, den ich sowieso nicht habe? Kann das sein? Oder habe ich da einfach nur eine Matte übersehen? Das kann natürlich auch sein, dass ich hier so eine Hängematte übersehen habe, dass man eigentlich hochkommt. Schnauze, Zombie! Habe ich da einfach nur eine Plattform übersehen? Ja, da ist die, aber. Kann ich hier auf die Fässer? Wie komme ich da hoch? Scheinbar noch gar nicht. Okay. Können wir irgendwie nicht. Machen wir einfach ganz normal mit dem Weiter. Ja, tut mir leid, da sind wir jetzt ein paar Meter extra gelaufen. Ist jetzt nicht so geil gelaufen. Aber haha, wegen Laufen. Ihr wisst schon, wegen extra Laufen. Haha. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen Energie. Wir kriegen aber grundsätzlich nur Kohle und nicht mal viel. 1 bis 5
Gold, denke ich mal. G steht ja meistens in das Videospielwerbung für gutes altes Gold. Aber ist gut, wir laufen jetzt einfach mal durch. Hui! Müssen uns hier nichts weiter. Wir könnten uns noch mal kurz mal Speicher heilen gehen. Hui! Ich höre gleich mit den Hui auf, aber es passt irgendwie gerade. Speicher heilen. Vor allem, warum gibt es in diesem Schloss. Quatsch, in diesem Schloss, ja, ich wollte gerade sagen, diesen Schiff. Einfach mal so eine Riesenhalle mit Marmor, die aussieht wie aus dem Schloss. Ist das eine andere Dimension, da wo man immerhin teleportiert wird? Ja, ich weiß, es ist ein Fantasy-Game, soll man das noch haben? Ups, halt, da müssen wir hin. Aber sowas irritiert mich immer. Also wenn möchte ich eine Welt haben, wenn die schon so schön strukturiert ist wie hier, die ja durchaus Sinn macht, ne? Dann solche quasi Ausfälle sind, stört mich das schon ein bisschen. Peng! Pistole! Es läuft super. Hui! ich mag diesen Spielfluss, muss ich sagen. Kann mich auch schön hinknien und die wegballern. Unser kleines Hipster-Mädel macht das eigentlich gar nicht so übel. Okay, jetzt aber machen wir mal einen Schnellfall. Versuchen wir mal hier schnell, also praktisch Quick-Time-Strategie oder Speedrun-Taktiken einfach schnell durchrennen hier. Ohne große Stress zu kriegen. Ich glaube, wir kriegen auch keinen Schaden, egal wie tief wir fallen. Aber irgendwo ist da oben eine Truhe, seht ihr die? Und da müssen wir jetzt erstmal hin. Jetzt sind wir nämlich an der Stelle, wo ich vorhin war. Können die so überhaupt so weit? Ich erledige erstmal die eine Seite. Dann gehe ich auf die andere Seite. Und schieße einfach von Weitem rüber. Take this, oder auch fick dich, sagt sie die ganze Zeit. Ich weiß nicht richtig, was sie sagt. Gut, dann reicht's bei mir doch nicht. Muss ich halt auch die gute alte. Aber mit der Pistole, ihr seht schon, ich habe den beiden gleichzeitig Schaden gegeben, kann das sein? Also mit der Pistole geht's wesentlich einfacher. So, was erwartet mich in dieser Truhe? TM-Kugeln. Keine Ahnung. Oh. Konntest du nicht mehr zu mir rüber? Oh Gott, da kann er doch. Ja, wir haben doch ein Level abgekriegt. Okay. Schön. Weggerotzt. Zuckende Gliedmaßen. Hab ich mir gleich in meine kleine Kleidtasche gesteckt. Was gibt's hier Feines? Zucker. Ja, zuckende Gliedmaßen plus Zucker, das kann ich mir vorstellen. Das ist eine Kombination, die ist im Alltag gar nicht so ungewöhnlich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wieder aus Messer wechseln sollte. Langsam fühle ich mich im Fernkampf etwas. Kurzschwert. Ja. Warum auf das Messer wechseln, wenn man aufs Kurzschwert wechseln kann? Übrigens auch noch sehr interessant. Wir haben eine Waffenanzeige. Also wie gut das im Schuss ist. Und hier stand gerade Kopf ab. Sehr gut, die Waffe. Also kann sein, dass die irgendwann mal im Laufe der Zeit quasi nachlassen, die Waffen. Und wir die reparieren müssen. Ah, ich spiel's ja wirklich gut. Also ich bin gerade schwer angetan. Auch ein Buch. Lesen macht klug. Was steht da? Eleganter Lufttritt. Mache 3 Roundhouse-Kicks, indem du denselben Befehl wiederholst. Waffen-Kung-Fu-Schuhe, Drachenschuhe. Roundhouse-Kicks? Ernsthaft jetzt? Also ich probier's gerade. Ich krieg's gerade nicht hin. Nochmal gucken. Runter vor. Okay, stand jetzt, warte mal, jetzt muss ich nochmal lesen. Stand er in der Luft oder. Mache 3 Roundhouse-Kicks und denselben wieder vor. Also steht nichts von. Irgendwie in der Luft. Y ist da, gucken wir mal. Ist das sowas, was ich garantiert nicht hinkriege? Halbkreisförmige, ich krieg's gerade nicht hin, scheiß drauf. Halbkreisförmige Bewegungen waren schon immer meine große Schwachstelle in Spielen. Deswegen war ich noch nie gut in Street Fighter. Wir sind übrigens schon Level 4. Und vollständige Karte haben wir zu 2,8% aufgedeckt. Ich glaube, die meinen das komplette Spiel, nicht nur die Karte hier am Schiff. Ich denke, Rounders-Kicks sind bestimmt eine praktische Sache, um hier ein paar Schellen zu verteilen. Aber wir machen jetzt mal so weiter. Baumwolle und Zucker. Baumwolle, Zucker und zuckende Gliedmaßen. Klingt nach einer Traumkombination, muss ich sagen. Zackabum. Und es gibt angefranster Schal. Und dann probieren wir mal, ob der angefranste Schal besser ist als unser Haarband. Nee, als der Schal hier unten. Natürlich ist er das. Kriegen wir halt haben wir ein Bauernkleid, einen angefranzten Schal, ein komisches, hässliches Kopftuch. Wir rennen rum wie der letzte Penner. Aber naja, egal.
Übrigens habe ich grundsätzlich nichts gegen Tattoos, weil ich jetzt gerade sagen wollte, weil ich die Hipster-Braut genannt habe. Aber die ist echt momentan, die hat schon ein höheres Level erreicht, sag ich mal. Die wird schon zeigen, was sie hat, ne? Also hier ein Tattoos, die macht das nicht nur rein zufällig. Warte mal. Die legt schon sehr viel Wert drauf, meine ich. Also die will jeden Körperteil verziert haben. Muskit. Genau. Warte jetzt mal. Ah, Duellhammer. Mach doch. Feige schön von Weitem erschossen. Es ist ein legitimes Mittel, um den Gegner loszuwerden, ist sie zu erschießen. Kleiner Kritikpunkt jetzt, ich hoffe, es wird sich vielleicht später mal ändern, dass ich ein Schnellwechselmenü habe bei den Waffen. Okay, da komme ich auch nicht hoch. Da gibt es aber auch eine Truhe. Ich vermute einfach mal, dass ein Level irgendwann wie beim richtigen Metroidvania mehrfach angehen muss, um praktisch Bereiche zu kriegen, die man vorher nicht hingekriegt hat. Sind jetzt am Bug des Schiffes angekommen? Schätze ich mal, es ist das Buch, nicht das Heck. Gehe ich davon aus. Das ist zur Hölle. Okay, jetzt, man kann es töten, was immer es auch war. Oh, gibt es hier Zucker? Baumwolle und Zucker! Das klingt ja super. Ja gut, es macht aber in dem Zeitalter auf diesen Schiffen Sinn, dass man Baumwolle und Zucker findet. Das waren ja damals... Alter! Hat er mich wortwörtlich weggeblasen. Das ist ja unglaublich. Umgepustet. Okay, hingekriegt. Ich dachte, ich muss nochmal ausweichen. Und wir kriegen 5 Gold wieder. Wir müssen ja mittlerweile schon reich sein. Wir haben ganz oft nur 5 und 1 Gold gekriegt, ne? Aber in rauen Mengen mittlerweile. Ich freue mich schon auf den ersten Endboss-Moves. Ah, Endboss incoming. Und der schickt auch gleich seine stinkenden kleinen Minions vor. Wieder Zucker in den Gliedmaßen. Ja, du bleibst hier geblieben. Auch dein Tod ist nichts weiter als ein Ereignis, was in naher Zukunft stattfindet. Yay, alles umgebracht. Geilo. Alle hüpf, da, da. Ist die Kiste hier besser, weil die grün ist? Die blauen geben mir immer eine Baumwolle und Zucker und das gibt ein Claymore. Ich beib's mir gleich in... Alter, das sage ich jetzt lieber nicht. Alter, guckt euch das mal an. Aber sind das die Standardwaffen, die man so kriegt, die man später noch vielleicht verbessern kann? Oder, ich meine, More Damage, ne? Ist ein bisschen langsamer, die Waffe. Komm schon! Kriegt man aber trotzdem noch hin. Saatkorn, Reissaat, Kartoffelsaat. Was ist denn hier los? Will die kochen irgendwann mal oder was? Sind wir hier bei Breath of the Wild? Alter! Wie geht denn nochmal zutreten? Das ist Magie. Da müssen wir, glaube ich, gar nichts auswählen. Dann tritt sie zu, oder? Vielleicht geht es auch darum, dass wir gar keine Waffe auswählen müssen, bevor wir den komischen Roundhouse Kick machen. Ich meine, ich probiere es jetzt immer wieder, aber so richtig hinkriegen tue ich es nicht. Da ist doch schon wieder einer von den Typen. Na gut, die machen wir diesmal ohne. Gut, das war vielleicht... Vielleicht hätte ich es auch vielleicht doch mit Knarre machen sollen. Egal. Haben wir ein bisschen Damage gekriegt, also wie man die ohne Schaden macht, ohne Knarre, weiß ich jetzt noch nicht. Ist aber egal. Okay, es geht auch noch oben hin, aber wir können auch gleichzeitig noch die Kanone aktivieren. Und das machen wir einfach mal. Hätte natürlich auch Magie nutzen können, ne? Kriege ich jetzt die Truhe? Ne, wir kommen im Abschnitt, wo wir wieder speichern können. Da scheiße ich aber drauf, muss ich sagen. Oh nein! Genau, zielen. Gut, das war nicht sehr genau. Hat die Reichweite auch nicht ausgereicht. Zünde nur wieder die Kanone an. Nein. Okay, hau ich halt noch ein paar Mal drauf. Geht doch auch. Oh, ey. Und das ist, was ich hier immer auch aufgesammelt habe. Das wird mich schon irgendwie voranbringen. Warte, das nehmen wir auch nochmal mit, das Ding da. Vielleicht gibt es ein bisschen Heilung. Ach, bitte. Sehr gut. Nee, gibt alles keine Heilung. Keine Ahnung, was ich da aufsammle. Ja, hat mich auch nochmal getroffen. Ach, es gibt Magiepunkte, so wie es aussieht. Okay, ist okay. Kann ich mitleben. Kann die bestimmt verschieben? Ja, kann ich. Okay, muss ich sogar. Momentan bin ich noch größter Fan von der Pistole. Weil das Claymore geht mir ja gerade so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Aber ich behalte es trotzdem mal. Es sei denn, wir kriegen jetzt eine neue Waffe. Peitsche! Klassiker in Castlevania-Spielen. Die gute alte Peitsche. Wahrscheinlich sind das wirklich die Waffenarten, die skippen. Wir gehen jetzt alle mal durch und können uns dann später mit verschiedenen Waffen, verschiedener Stärken quasi fit werden. So stelle ich mir das vor. Komm, Harpier.
Okay, war nicht so geil. Ich muss aufpassen, dass ich nicht bald zu viel auf den Sack kriege. Genau das meine ich. Eieiei. Ganz schön aggro die Gesellschaft hier, aber wir haben ja noch genug Energie. Okay, ich habe gedacht, das Vieh wäre schon tot. Scherbe in meinen Rücken! Was machen die nochmal, die Scherben? Ich habe schon wieder vergessen. Sturmkriecher, erzeug eine Schockwelle, die den Boden rast und Feinde auseinanderreißt. Okay, keine Ahnung, wie ich das aktiviere. Okay, ich wechsle jetzt mal ganz kurz die Ausrüstung. Ich hätte gern doch jetzt meinen Musketon zum Schießen auf Gegners. Macht nur 5 Schaden, ist mir aber egal. Reicht aus, um den großen Kerl da ein bisschen zu trappen. Wenn ich an dem mal rankommen würde. Ach, jetzt hört doch mal auf mit der Scheiße. Noch die Hälfte Energie. Ist die jetzt mittlerweile hinüber? Natürlich nicht. Bin gerade ganz schön am Struggle, muss ich sagen. Gut, den haben wir. Und wir kriegen neue Magie. Mermo. Wie wähle ich denn die aus? Kopffeger. Kopfflegel. Greif mir einen Dualhammer-Kopf als Flegel an. Wie mache ich. Jetzt merke ich, wie mache ich sowas? Okay, ich will trotzdem nochmal die Truhe haben. Die da hinten steht. Ich brauche jetzt dringend mal Heilung, muss ich sagen. Das ist gar nicht mehr so witzig. Und das ist eine besondere Truhe. Die gibt mir neue Klamotten. Nee, 500 Gold. Hey, ist gar nicht so wenig. Okay, wir wechseln jetzt mal kurz wieder auf das Schwert, was ich mich am wohlsten gefühlt habe, auf das gute alte Kurzschwert. Also wirklich zuckende Gliedmaßen. Mmh, daraus brauche ich mir nachher einen Burger. Ich wollte aber irgendwie noch darauf. Kriege ich aber. Okay, das Ding schwankt zurück. Oh, wir sind oben. Ist da oben noch ein Speicherraum? Das wäre eine nice Sache. Und ich nicht reinkommen. Ah. Vielleicht muss ich doch nochmal wieder hin und her schwingen lassen. Das sieht schon ein bisschen nach Bossy Bossy McBossenstein aus, den Raum. Gehen wir erstmal nach unten. Sind das Ratten? Schön weggekickt. Schön die Ratte weggekickt. Keine Gnade gegen Ratten. Nee, Ratten sind auch ganz normale Tiere. Kann man sich als Haustier auch halten. Sind gute Tiere. Bloß wilde Ratten sind halt gefährlich für die Gesundheit. Obwohl sie super niedlich sind. Ja, man kann die heilen und groß stark werden. Ja, natürlich will ich den Fortschritt speichern. Aber ich probiere noch mal oben lang zu gehen, bevor ich hier groß auf die Fresse kriege. Das würde mich doch mal interessieren, wo es oben lang geht. Also hier bei diesen lustig. Warte mal, hier haben wir noch einen Truhe. Trank. Sieht nach Endbosskampf aus, ne? Ich weiß trotzdem, wie der Trank zwar fliegt. Na gut, wir können ja wieder geheilt werden, ne? Was kriege ich jetzt schon wieder? Levelaufstieg, achso. Macht natürlich das Kämpfen wesentlich einfacher. Ihr merkt gerade, das Schwert hat vorher nur 9 Schaden gemacht. Bummert jetzt ein bisschen mehr rein. Und wir haben Tomaten gekriegt. Tomate! Wahrscheinlich nur eine einzige. Hallo, ich will mitfahren. Sehr gut. Jetzt schwing bis zum Ende. Schwing durch. Schwing nach vorne. Schwing, schwing. Das schafft man nicht. Okay, egal. Das bisschen Energie, was ich habe, das reicht jetzt für den nächsten Boss, denke ich mal. Das hoffe ich jedenfalls, wenn der nächste Boss mich hier... Wenn es ein Boss ist, ich vermute aber Boss, wenn der mich zerlegt, dann kann ich auch nichts dafür. Ach, guck mal, ist auch so ein Tattoo-Fan. Alles völlig übertrieben, aber ja, ist wahrscheinlich ist es so. Du bist nun erwacht, Dornröschen. Das ist der Gable, der Colin Gable von Game One. Game Two, meine ich. Egal. Gable, sag mir, dass du es das nicht warst. Das ergibt doch keinen Sinn. Tut es das nicht nach allem, was die Menschen uns angetan haben? Johannes hat mir erzählt, was er dir angetan haben. Was schrecklich ist das. Aber weißt du, vor, es ist genauso schlimm. Nein, 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 du hast unrecht. Die Alchemisten haben unseren Körper durcheinander gebracht. Was ich tun werde, ist die Welt durcheinander bringen. Ich würde mal behaupten, das Recht dazu habe ich mir verdient. Nein, hast du kein Stück, Mann, Alter. Auf der Welt leben noch andere Leute, die dir nicht ans Bein gepisst haben. Sei nicht so ein kleiner, dreckiger... Schließ dich mir an, Miriam. Du bist die Einzige, die meinen Schmerz versteht. Wie es sich anfühlt, kein Mensch mehr zu sein. Also, die waren mal Mensch, okay. Was? Ich hätte nie gedacht, diese Worte von dir zu hören. Ich war es doch, die zu dir kam, am Boden zerstört, weil ich dachte, ich wäre ein Monster. Und du hast zu mir gesagt, das ist doch Quatsch. Habe ich doch gar nicht gemacht. Du hast es zu mir gesagt. Dass unsere Macht uns nicht böse oder gut macht, dass unsere Entscheidung was tun. Ich dachte, ich hätte meine Menschlichkeit schon verloren. Du hast mir die Hoffnung so weit gegeben, lass mich nicht. Hin und her gestöhnt. Meister Gable, wir müssen zurück. Der Bus wartet. Ja.
Nee, ich habe keine Zeit weiter mit dir in Erinnerung zu schwelgen. Du bist hier, um mich zu töten, nicht wahr? Da musst du erstmal vorbeisen, dass du mich finden kannst, du. Ich warte hier im Schloss. Sagst du Stein? Bei euren Wege hast du was anderes gefunden. Auf dem Weg warst du Scherben absorbieren und die Macht der Höhle ausliefern müssen. Hölle. Natürlich dasselbe. Wenn du doch immer noch behauptest, ein Mensch zu sein, dann bin ich vielleicht eher gewillt, dir zuzuhören. Ansonsten halt die Klappe, Bitch, ich gehe jetzt wieder. Komm, Gremori, wir gehen. Wir nehmen den Bus. Okay, oder sie packt, oder was das Ding packt, einfach unter dem Ärmel und Gable haut ab und dafür kommt Captain Krake. Gable, mein Gable, warte. Okay, wir haben Magie. Und wir haben eine weibliche Kraken-Tussi mit... Ja, was weiß ich, kriegt aufs Maul. Wie sie alle aufs Maul kriegen. Erstmal herkommen. Oh, halt mal nicht zu nah. Das war ein bisschen zu nah. Okay, das war... Hier gibt's keine Nuki, gegrillte Krake, Junge. Autsch. Nicht schuppen. Ah, ich darf dir ins Gesicht hauen. Was hast du vor? Was zur Hölle hast du vor? Oh, das ist aber nicht sehr nett. Alter, er hat genau getroffen. Wie nutze ich die Tränke? Darf ich fragen, was du vorhast? Dein Move-Pattern ist sehr... Okay, das war ungewöhnlich. Hör auf, mich anzuspucken! Gib mir irgendwas, auf was ich draufhauen kann. Und hau mich nicht. Okay, sie gibt mir was. Hast übrigens einen schönen Unterbau. Geiles Fahrgestell, ehrlich. Mega lecker. Riecht ein bisschen bestimmt nach Tintenfisch. Hat er dich getroffen? Ey, das sind deine Blubberheinis. Okay, ich krieg dir voll aufs Maul. Wir probieren mal Inventar. Und probieren mal... Gott, was wir alles haben. Ich will aber einen Trank nehmen. Hui, und noch einen Trank. Und wir haben wieder Flamme an, Johnny. Das sind wieder Viecher, ne? Das ist wieder Schrott. Himmelblauer Platscher. Was ist denn ein himmelblauer Platscher? Das ist, Platscher kenne ich. Pokémon-Technik, eine der besten, die man sich vorstellen kann. Aber ansonsten... Hui. Au! Genau ins Knie. Junge Dame, das finde ich so nicht okay. Was kommt jetzt nochmal? Jetzt macht sich doch hier wieder hier einen Dicken, oder? Ja, hier kommt sie wieder. Schön Magie in dein Gesicht. Krakenviecher. Zuckende Gliedmaßen. Ist besser als nichts. Bäh. Boah, dass dieser Schleim auch mich immer trifft. Dass ich zu blöd bin, da auszuweichen. Oh, massiv Schaden. Wir sind schon... Okay, ich nehme jetzt den Inventar, den letzten Trank. Und was hat mich jetzt gerade umgeraucht? Ich sehe nichts. Oh, diese Blauscheiße. Ich bin so gut wie tot, Leute. Ich habe offiziell versagt. Ich merke schon, wie mein... Oh, die Joy-Cons wackeln wie bescheuert. Dieses mechanische Klacken des HD-Rumble, das ist echt nervig gerade. Warte mal, kann ich noch was anderes Inventar? Kann ich noch was essen? Kann ich eine Tomate essen? Was habe ich noch? Zucker! Zuckerei! Kann ich auch nicht machen. Eisen kann ich auch nicht essen. Schlüssel habe ich Galionsund. Okay, ich werde es verrecken wahrscheinlich, wenn ich zu doof bin oder zu schwach, man weiß es nicht. Wahrscheinlich beides. Okay, wieder die Viecher. Und wieder Giftnebel. Nein, Giftnebel! Und... Ich werde natürlich die... Nein! Wo kam jetzt auf einmal der Tentakel her, der mich einfach geplättet hat? Nein! Game over! Ich würde sagen, wir probieren es trotzdem nochmal. Habt da Bock drauf? Ich habe aber auch keinen Bock jetzt zu leveln, ne? Hätte ich vielleicht was anderes machen, eine andere Waffe und so weiter, also die Pistole? Ich weiß es nicht so richtig. Ich weiß nicht so richtig, mit was ich da angreifen soll, der Tuss. Ich könnte, mit Claymore mache ich natürlich mehr Schaden, ne? Aber ist ja auch nur kurzfristig gesehen. Kriegen wir aber hin. Nein, hoch da. Trank. So, jetzt hoffe ich, muss mir nicht nochmal die ganze Jammer von Gable und Miriam reinziehen, sondern kann den gleich ein bisschen bashen. Habe ich nicht mehr Bock drauf. Bashen. Ich habe schon Bock, den Endgegner zu legen, muss ich sagen.
Aber schön, dass es eine Herausforderung ist. Normalerweise ist der erste Boss ja immer so, ja, überspringen, laber mich nicht voll, komm Grimorio, gehen wir einkaufen. Woher? Woher aus dem Nichts? Boah, ich muss besser lernen auszuweichen mit dieser L-Tastenfunktion. Nein! Ich krieg einfach Schaden, wenn ich dagegen laufe wie so ein Otto. Und ich laufe... Das läuft ja noch schlechter als vorher. Das läuft ja noch richtig mies. Vielleicht sollte ich wirklich mal diese Platzer-Wascher-Attacke machen. Oder ich habe noch andere Magie-Attacken, ne? Oh nein, 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 nein. Okay, das war knapp. Okay, wir können ein bisschen konzentriert bleiben. Ich muss ja jetzt nicht gleich nochmal, ich kann jetzt auch ein bisschen sterben, ne? Vorsichtig. Dieser Tentakel, das ist der, der mir immer Schaden macht. Dann weiche ich den am besten aus. Platscher. Oh, macht auch 21 Schaden. Guck mal. Und ich wurde jetzt gerade ins Maul reingestopft quasi. Okay, ich muss jetzt schon die Tränke zücken. Ach, ist das alles. Himmelblauer Platscher. Bei mir hört man gerade übelst die Feuerwehr. Hieß ein springenden Ball auf Wasser auf Feinde. Sturmkriecher. Erzeugt eine Stockwelle. Aber was? Auslösen? Ja, wie löse ich die aus? Okay. Inventar erstmal. Ziehen wir uns erstmal schön den Trank rein. Und dann versuchen wir mal, das Ganze auszulösen. Diesmal wurden wir nicht getroffen von gar nichts. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben auch nichts getroffen. Jetzt wurden wir. Als hör doch mal auf, so zickig zu sein. Wie macht man diese Sturmwelle? Soll ich wahrscheinlich R-Knopf reindrücken oder sowas? Oder die. Ich muss nur rausfinden, wie gewisse Techniken funktionieren, damit ich auch mal was. Nö, die steht einfach nur rotzcool da. Ah, das ist die Sturmwelle. Das war gar nicht mal so übel. Und Levelausstieg. Tatsächlich werden wir innerhalb. Und haben uns wieder geheilt? Kann das sein? Das wäre super. Oh, dieser Tentakel. Ich hätte auf den Tentakel gucken sollen. Okay, wir werden im Endgegnerkampf stärker. Das ist ja super. Das heißt, egal wie blöd ich mich jetzt... Ich stelle mich wirklich dumm an. Das merkt man gerade erheblich. Sei denn so zickig. Also, dass die Joy-Cons dann anfangen zu vibrieren wie blöde. Das geht mir gewaltig auf den Sack, muss ich wirklich sagen. Die könnten ruhig bei Energiemangel ein bisschen sanfter wackeln. Das ist ja okay. Man weiß ja, man ist kurz vorm Tod, aber... Das ist schon ein bisschen hart übertrieben. Nicht übertreiben. Gucken, wo der Tentakel. Da kommt der Tentakel. Der hat mich tatsächlich wieder erwischt. Er hat mich wieder erwischt. Und ich krieg wieder zuckende Gliedmaßen. Das erwischt mich jedes Mal. Ich. Da! Tja, Leute. Wieder mal verreckt. Ich gebe aber ehrlich gesagt nicht auf. Ich habe noch Bock, da weiter zu kämpfen. Man muss sich ja nur nicht erwischen lassen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der Schadensoutput nicht so hoch ist. Dass ich nicht so richtig geil... Mein Fluch verringert deine Max-TP und HP, bist du wieder bla bla. Okay. Aber es ist die beste Waffe. Vielleicht sollte man doch nochmal was mit mehr Reichweite suchen. Vielleicht ist die Peitsche... Vielleicht sollte man die... Nee, wir bleiben jetzt bei dem Kurzschwert. Scheiß drauf. Ach, jetzt jammert er wieder rum. Miriam, oh nein, und du? Überhaupt? Und, warum geht's dir so schlecht? Und warum rieche ich so? Dummes Rumgejammer. So. Dornröschen. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Wo? Diese Anfangsattacke, wo man gleich... Ich bin jetzt schon wieder verflucht. Ich komme ja nicht mal an, um zu kämpfen. Obwohl jetzt... Ey, Leute. Okay. Ich darf mich nicht beschweren, ne? Also, aber ich übrigens, das Level-Up ist scheinbar wieder weg gerade gewesen. Es wird doch nicht im Endboss-Fight gespeichert.
muss ich halt ohne das Level up klarkommen. Und ausweichen. Wo bleibt der Todestentakel? Diesmal keiner. Da ist er. Da, ah, okay. So funktioniert der. Der schlägt erst auf und dann... Jetzt kommt er, schlägt auf und zieht lang. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir es langsam im Griff. Kommt nur viel zu spät, die ganze Sache. Okay, Magie ist aus. Och, wie das immer trifft. Gleich zweimal hintereinander. Krieg schon wieder echt die Krise gerade. Ausrüstung, brauchen wir nicht. Inventar. Gut, sind wir wieder da. Eieieiei. Krieg ganz schön in den Arsch getreten. Okay, was ich jetzt definitiv brauche, ich muss meine Magie voll aufladen, dann kann ich die Dings gleich voll zuladen. Hui! Pusteblume. Nochmal? Okay, was auf jeden Fall heißt, wir haben die schon ein bisschen mehr runtergetrieben, wenn Endgegner ihr Pattern ein bisschen verändern. Ist das im Normalfall nichts Schlechtes für den Spieler? Okay. Jetzt Level up wieder. Leider kriegen wir da nicht die Energie wieder voll aufgeladen. Okay, Todestentakel. Und jetzt ein bisschen Magie hinterher. Todestentakel. Komm. Leider habe ich keine Magie mehr, die ich wirken kann jetzt auf die Stelle. Ja, Level up, weil wir den Boss besiegt haben. Das war gar nicht so schwer. Ey, jetzt mal ehrlich, warum habe ich mich denn vorher so angestellt? Yay, hätte man auch beim ersten Mal machen können, ne? Noch schön ein bisschen Mundwasser ins Maul geballert, im zweiten Mal. Und ich sterbe schön. Schiebt sich jetzt mal rein, das ist ja unglaublich. Wie viel Platz ist denn da? Schlagendes Tentakel. Greife Feinde mit einem von... Wie heißt die? Vepars Tentakel. Natürlich die gute alte Vepar. Wer kennt sie nicht? Die Vepar kennt man natürlich auch aus Call of Duty, aber egal. Ich habe gesehen, nur eine Sekunde lang. Aber es war Gable, den ich kannte. Ich werde das alles hier beenden. Mit Gable E und Gable O. Endgegner ab ins Klo. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin hochmotiviert, das weiter zu zocken. Und nach diesem kleinen Tutorial-Level muss ich mich für heute verabschieden. Das war das Intro von Bloodstained Ritual of the Night. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock, das euch zu kaufen und zu zocken. Ich hab da auf jeden Fall Bock drauf. Ich danke fürs Reinschauen. Sag bis die Tage. Auch jetzt habe ich gerade einen schwarzen Bildschirm. Jetzt wird's ein bisschen heller. Und sag ciao.